Gruselvideos aus dem Dark Web jetzt weiter. Traust du dich, das Licht dabei auszumachen? Du hast Angst, ne? Du bist Schisser. Ich bin ein bisschen Schisser. Ich mach Licht. Lass mein erstes Video erstmal mit Licht. Erstes Video mit Licht und danach ohne. Was ist Jewel Billy Huma? Sinnan. Sinnan Hilma Ejin Yang. Was hat er mir hier rausgesucht? Wo Lady Pichaya I? Check up. Dan Bergesen. Ah, Digga. Ja, moin. Digga, was ist das mit dem Intro? Hä? Der hat das Video ein... Das war keine Werbung. Der hat das eingebaut in sein... Ja, egal. Das ist nicht geeckt oder so, ne? Ich hab bei sowas wirklich ein bisschen Angst, ja. Ich weiß nicht. Kann sein, dass das Video geeckt ist, kann aber auch sein, dass es real ist. Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass es geeckt. Ach, gut, so lange nie. Was ist das? Kurdisch. Kurdisch? War das Kurdisch? Oder wo war das? Digga, wie wäscht der seine Hände? Der war nicht aggressiv. Nee, Mann. Siehst du schon den Schatten, ey? Mann? Ah, okay, es ist mit Ding. Oh, okay. mit wem hat er geredet? Oder wer chillt an solchen Plätzen? Ich sag dir ehrlich. Wer dreht solche Videos lang? Wie viel langweilig hast du das? Videos lesen, egal. Hey, Sri Lanka. Hey, was sagen die? Indien. Was sagen die? Oder er sagt gerade, dass er Feierabend hat. Hä? Comics? Hä? Bro, das ist eine Story oder ist das jetzt nächste? Ja, Story. Ah, die machen Sleepover, so ein Comedy-Laden. Comic. Comic-Laden. Das ist cool, aber. Oh, geht. Das auch mal machen. Nein. Bro, also genau, really kind of thing. In my life, we just see what happens. Was ist daran cool, Bruder? Wie kommst du auf die Aussage, dass du sagst, boah, das ist cool, das ist ein Comic-Laden? Der Typ sieht aus wie 29, der Typ sieht aus wie 30. Ja, Bruder. Was, wenn ich zwei hübsche Frauen kennen würde? Dort? Ja. Jetzt hol ich wieder. Ah, sorry guys. I sleep for that. I got the kill here. Sorry. Sorry guys. I sleep for that. Du verstehst halt nicht, was sie sagen, ne? Ja, ich kann dieses Kurdisch, ich kann Kurmanjino. Was ist das? Wer ist dieses Kurdisch? Baza. Baza. Das ist auch so ein Dorf-Kurdisch, Digga. Mhm. Mach mal Dinger. Stop.
aku ni. Perut aku sakit dah. Aku nak pergi toilet dah ni. So, aku teman kau tak? Aku ni macam sikit ni. Okay. Boleh, boleh, boleh. Okay lah. Thanks, 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 man. Aduh, wow. Die sehen aber irgendwie gar nicht aus wie von Kumpel. Bra. Sieh, ja, ja, ja. Eh, jap, jap. Handphone aku. Aduh. Wo ist der Kollege jetzt her? Rausgegangen schon mal. Eh, Mann, Mann. Hä? Wo ist der Kollege wohl? Was ist ein Kiosk, der in der Comicladen, wo die Schuhe vorher aussehen müssen? Mann! Das ist eigentlich weit weg. Ey, das, nicht so lange, nee. Gruselig, Digga, diese... Na, nur, Mann. Ortschaft in der Reihe. Aduh. Ach so, warte mal ganz kurz. Singapur. Ich check erst jetzt, Digga. Das ist True Horror Stories. Das heißt, es ist schon mal jemand passiert. Aber das ist geengt. Es wird nachgecheckt. Ja. Das habe ich erst jetzt gecheckt. Ich habe gedacht, die haben sich das alles ausgedacht. Krass. Das heißt, das, was wir gerade sehen, ist einem passiert. Digga, die sind aber nicht in Ding, oder? Die sind, was für ein Land ist das aber? Keine Ahnung. In Singapur spricht man auch Kurdisch. Ja, aber nicht als Dings. Das sind Kurden in Singapur, oder was? Ja. Das ist Safe Fake, das steht auf True. Warum sollten die lügen? Boah, Bro, Akuni, hallo. Aduh. Bis jetzt ist ja auch noch nichts Schlimmes passiert, nur ein Albtraum. Ich mein, sorry, Mann, sorry, Mann. Berto Flix, danke schon für den Zappen, Berto. Ehre, Mann. Hans, Anni. Aduh. Sorry, sorry, der Knopf da, ne? Ey, ein Albtraum, im Albtraum, im Albtraum. Ah, du lebst. Du lebst. Er lebt jetzt von dem Ganzen. Ach, er hat ein schwaches Herz. Ja, 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 ja. Ade. Mann, Mann, hallo. Digga, er lebt alles immer und immer wieder, Digga. Das ist ein Traum im Traum im Traum. Heißt es nicht Schlafparalyse oder so? Gibt's sowas? Traum im Traum im Traum. Ja, also wenn jetzt noch, wenn er nochmal so aufwachen will, bleiben. Ja, ich check auch gar nicht, was die machen. Gehen die einfach nur pissen. Ah, die gehen einfach nur pissen. Geht schlecht. Ich hab einen Kalitel. Ah, sieh, 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 sieh. Aber, ey, warte mal. Nach Kua, tja, tja, tja. Tak tahu siapa makan apa ni semalam. Kantin lah. Suspek kantin lah. Ah, Azhar. Eh, tak payahlah dah dekat ni. Alamak, licik air dah apa. Pergi dah. Tak tahan lah. Sorry, sorry, sorry. Was ging da am Freitag ab? Sei uns gegönnt, Bruder. Liebe Grüße aus Kiel. Okay, wäre gerne nicht gekommen, aber Arbeit. Danke, Jano. Grüß. Guten Abend, Bruder.
Jungs. Ja, jetzt sind wir da, wo wir am Anfang hatten. Jetzt geht's erst richtig los. Echt? Ja. Die wollten einen Film drehen und dann ist echt was passiert. Deswegen sind es so normale Szenen gewesen bis jetzt. Was? Das ist er! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Was ist der von dem, die wir hatten? Das ist der, wo gerade so irgendwas in ihm war. Die ganze Zeit gewartet, Digga, bis er uns erschrecken kann. Ich schwöre, Lasten, nicht Justin, Lasten. Verrückt aber. Oder so viel. Was ich halt krass finde, ist, dass du so, ich muss halt überlegen, von dieser Wohnung hier, in der du wohnst. Ja. Wer weiß, was das früher war, Digga. Aber ich glaube, hier alles gelebt hat, so. Stell dir mal vor, es könnten so andere Räume geben, weißt du? Ja. So in Raum und Zeit. Das. Lach nicht, Bruder, ich meine ernst. Dass so einen anderen Raum gibt, aber das ist der Raum. Ja. Weißt du, in einer anderen Dimension? Ja, zwei aber Dimensionen, ja, so wie bei Insidious, dieser Film, Bruder. Von wem? Insidious. Kenn ich. Da ist so, da gibt es so eine Welt, ne? Und in derselben Welt gibt es so eine Schlafwelt, in der sind auch die Geister und so. Aber die sind verbunden, diese Welten. In den Dimensionen. In derselben Dimension. Es sind so zwei Welten und die sind verbunden. Und wenn du es gibt so ein, zwei Menschen, die sind es hat so einen Namen. Paralyse. Du schläfst ein und diese Menschen wachen dann aber auf in dieser anderen Welt. Ja, Paralyse, das ist Paralyse. Die können nicht noch Paralyse, ja. Und die wollen aufstehen, aber die können nicht aufstehen. Ja. Ja. Und die sind an dieser anderen Welt gefangen und die sehen dann diese ganzen Geister und können da rumgehen. Mhm. Und in der Zeit, wo die weg von ihrem Körper sind, können andere Geister den Körper nehmen. Und dann leben, oder was? Ja! Digga. Glaubst du an sowas? Ich kann mir schon vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich wäre. Du musst überlegen. Ja. Überleg mal, was du alles träumen kannst, Digga. Wer sagt, dass sowas nicht Realität sein kann? Ja, weil, wenn, bei dem. Harry Potter, ne?
Auf Ernte. Bei Harry Potter gab es eine Szene, da ist Dumbledore so über Harry und er sagt so... Wer ist Dumbledore, der Dicke? Der Direktor. Direktor. Und der sagt so, stell dir mal vor, Harry fliegt jetzt gerade über den Atlantis und so. Weil in Träumen kann man alles machen. Ja. In Träumen, ja. Nur in Träumen bist du... Wer sagt, dass man Träume nicht in die Realität umsetzen kann, Digga? Wer sagt, dass du morgen nicht fliegen kannst? Wer sagt mir das? Ja, okay. Also in diesem Universum wird es schwer zu fliegen, Bruder. Aber so nur in Träumen bist du wirklich frei. Ja. Überleg mal. Hast du schon mal... hast du schon mal versucht, deine Träume zu kontrollieren? Ja. Was hast du gemacht? Einmal, da war ich so in der Grundschule. Da hatte ich so einen Crush auf eine. Und dann habe ich so im Traum versucht, sie auszuziehen. In der Grundschule? Ja, in der Grundschule bist du 9 Jahre alt. Ja, ich komm hier rein, Digga. Du hast diese Minecraft-Hentai. Ja, Bruder. Digga, was bist du für ein Weirdo? Bruder, du hast mir eine Frage gestellt. Ich habe ehrlich geantwortet, Digga. Was willst du von mir? Nein. Ja, ich war doch selber 9. Was dann? Ja, ich war ja, du warst 9. Ja. Ja? Wie kannst du an sowas denken, Digga? Ja, das war ja... Was habe ich extra nicht daran gedacht, das war nicht extra, dass ich sie ausziehen wollte. Victor. His very own photo camera. Kalen loved the camera. So much that he took it out every day. Snapping photos of anything he could. A picture here, a picture there. Until one day, a terrible accident happened. And the camera broke. Kalen didn't sleep a wink. Haunted by thoughts of his once perfect camera late into the night. That was when a sudden sound caught his attention. And there stood, on the other side of Kalen's bedroom window, what the fuck? A large winged creature. Hello there, young lad, greeted the creature. I'm the Kipsnee. You're screaming. Your sleep fairy. Sleep fairy? That is correct, replied the Kipsnee. My job is to make sure you get a good night's sleep, but it's come to my attention that you haven't been resting at all lately. I'd like to know the reason why. Kalen had never heard of a sleep fairy. My parents told me not to talk to strangers. Strangers? I'm no stranger. I know all the girls and boys around the globe. I know their parents, their homes, their names. Why, I even know your name, Kalen. Would a stranger know your name? Kalen thought on it for a moment. No, I guess not. Oh mein Gott. If you must know why. Er ist auf den Trick reingefallen mit ich kenne deinen Namen, also bin ich nicht fremd. Oh mein Gott, der hat verdient, Bruder. Ich sag der. Ich war schon. Sorry. Er hat nicht verdient. Das ist zu weit. In dem Moment hast du geträumt, dass irgendeine... It's broken. Just like that, tears welled up in Kalen's eyes. Let me see. Then the Kipsneys had an idea. Why don't I get this camera fixed for you? Faustgift schon wieder. Digga, Faustgift auf Ad als Topgifter bei mir. Ehren. Obwohl, bisher, es gibt nur ein Ding, wo ich ihn gefrontet habe. Ich habe bisher nur gefrontet, öffentlich. Also ich habe nicht gefrontet, aber es gibt so Clip, da holte Alexa. So Alex war bisher noch bei mir und so, weißt du? Dann bin ich seiner Ex-Freundin gefolgt, auch noch. Wer ist Alex? Die Mädchen, was sie hat. Dankeschön, Faustgift für die 5 Gift-Subs. That would help you sleep easier. You could
do that? Yes, yes. Of course, and I know just the place. A factory in my homeland. I'll lead you to the portal. Just follow my voice. And the Kipsnead disappeared into the night. Also er repariert jetzt seine Kamera, wenn er das macht, was er nicht sagt. Ja, aber es klingt eher nach einer guten Nacht. Sorry, Digga, Schatz. Ja, bisher ist er... Warte, geht der raus? Er ist behind the Kipsnead. Er hat ihm gesagt, komm raus. Snapping photos to mark in case of getting lost. Yo, what the fuck, Digga? Was macht er draußen? Er soll das machen. Er hat irgendwas gesagt, komm in. Oh mein Gott, Bruder Gänsehaut, ehrlich. At last, Kaelin reached a house. Oh mein Gott! Digga! Hast du es gesehen? Ah, gar nicht gesehen. Ehrlich nicht? Hm. Guck unten. Aber ich will nicht stoppen dabei, ich bin mir nicht sicher wegen Dings. Toss? Ja. Nicht gesehen. Hast du nicht erkannt? Echt jetzt? Ja. Seems quite abandoned, thought the boy. And dark. But there was the Kipsnead's voice again, beckoning. The portal to my own world's inside. Come along. Du Idiot, Digga. Guck, er hört nur die Stimme die ganze Zeit von dieser Fee. Er will nur Bilder machen. Ich weiß, er ist so süß, Digga. Er ist ehrlich süß. Mm. H mit Unterstrich und Unterstrich Google Unterstrich auf die 1 donated 100 Bits. Die Bilder sind echt. So, in spite of his obvious fright, Kaelin marched into the home. Als ob die Bilder echt sind, Digga. Ich hab grad ehrlich Angst, ne? Ja. Das sind ehrlich gruselige Videos. Soll ich mal echt zu? Oh mein Gott! Wo ist das? Moment, das sind so kleine Kinderfotos. Weil die schlecht sind? Ja, die sind echt schlecht, Alter. Echt Kackfotos gemacht, ja. Das ist die Fee, Bruder. Oh mein Gott. Gänsehaut, Digga. Das ist diese Fee. Was macht der für Gangs halt? Oh, die Tür geht da rein. Na, Bro. Digga. Siehst du das? Oder nee. Will ich wieder sein? Hier die Augen, das hier? Oder? Ja, mein, er hat das hier. Das hier. Ah, so drei Gesichter. Hier sind irgendwas hier. Siehst du? Ja, nimm auf deinen Schatten Gift. Nein! Nein, Bruder! Oh mein Gott. Das war das letzte Bild. Oh mein Gott, Digga. Velma meets the original Velma. Big and proud. Also, yeah. Which is the exact opposite of Fred's tiny white dog. Velma? Something wrong? Yeah, you don't look too good. I need some air!
again so soon? It's getting worse. Die richtige Wellmasse in der weird-ass Dimension. Yo. Ja, in der anderen. Ja, in der anderen. Die richtige ist in einer anderen. I love you. You know that, right? I love all of you. But I don't understand why you keep remembering. We'd go solving mysteries together. It was simple, fun. But you started overcomplicating things. You know, I never really thought of it before. But why can Scooby talk? Now that you mention it, it is a bit odd. Yeah, like, what's up with that, man? Jeepers, Velma! You might be onto something. And suddenly... the fun was over. So I took what remained, and I rebuilt you. I rebuilt the world, and we were back to our classic adventures. But you started to remember, again and again and again. Ist in Wirklichkeit tot einfach. I just want what we once had. Yet each time I capture less of your essence. This being my most flawed world yet. Flawed? But we're meta now! Ugh. Never the matter. I'll get it right. Next time. Please don't run. I don't like to chase. Yo, das war Scooby-Doo. Er hat sie umgebracht. Ach so. Und dann, weil er Bock hatte, sie nochmal umzubringen, hat er sie in eine Dimension gepackt, um sie immer umbringen zu können. Ich denke, damals, dass er in dieser Fahrschule, erinnert mich daran, eine psychiatrische Klinik, die zugemacht wurde, so eine richtig alte, und die ist komplett heruntergekommen. Und das, was ich jetzt sage, ist ausgedacht. Also das jetzt, stell dir mal vor, ich war da so ab und zu mit Kollegen drin, und in dieser psychiatrischen Klinik war noch eine Kirche, die so heruntergekommen ist und so. Und so, man konnte so komplett hoch, und das war so richtig gut. Also es gibt, glaube ich, nichts Gruseligeres als das, was. Also in meinem Leben habe ich bisher noch nichts Gruseligeres gesehen. Und wenn du da wärst. Ja, wenn ich da gewesen wäre. Aber in der Vorstellung habe ich auch Videos davon auf meinem Handy. Also ich hätte das auch gezeigt, so. Na, also, weißt du, was ich meine? Aber hätte ich. Wenn es diese Videos geben würde, ich würde die gar nicht sehen wollen. Achso, ja, aber die gibt's ja nicht. Oh, dicke Bruder. Ich höre von Justin, Digga, irgendeinen TikTok-Sound, den er hört, Digga. Ich dachte, das wäre gerade im Video. Man hört so Percussi. Mali Percussi. Achso, okay. Justin, mach leiser! Salam alaikum, heißt Friede sei mit dir? Und gib mir richtiges Star Wars Vibes. Salam alaikum.
das Blinzeln, ne? Das macht's gruselig, ja. Bitte glaub rein. Ey, thank you, support. Ey, ich kasih invoice aku satu kat dalam. Eh, kau check order betul ke tak? Aku check banyak kali, Jul. Betul lah. Trinket. Thanks, support. Hai, trinket. Ah, tu lah, kata-kata. Eh, apa ni aku nak cakap kau? Paisa aku lambat. ID dah cakap aku, kau OT. Habis aku tadi tu ni lah, aku dah plan order aku nak hantar lain-lain semua. Habis ni aku macam pushback. Sorry eh, aku kesian kau balik kerja lapar. thanks. Okay, bye. Okay. Kasih review. Ey, mein Lieferant noch so lange Smalltalk und ich bin jetzt so. Oh mein Gott, du kleiner Wichser, Ahmed! Kleiner Wichser! Ey, Digga, was zur Hölle? Bruder, die liefert aus, die kriegt nicht mal Trinkgeld, die hat keinen Bock mit dir zu reden, Digga. Die wird auch noch auseinandergenommen. Was ein scheiß Arbeitstag, ich schwöre. Alter, scheiß auf ihren Arbeitstag, Digga, ich hab mich erschrocken. Bruder, aus welcher Hölle, Digga? Digga. Sorry eh, aku tu baru mangkau eh, Paisi eh. Tak apa. Sorry. Aku call ideal. Sorry. Die andere muss ja so richtig weird sein, Digga. Du bestellst zu essen, auf einmal schreit die, Digga, kommt in den Laden und sagt die ganze Zeit sorry, kriegt so Panikattacke. Stell dir mal vor, du gehst jetzt in ein anderes Zimmer und isst einfach ihr Essen. Stell dir mal vor. Monteration. Die geht jetzt einfach in ihr Landeszimmer, scheißt auf die Lieferanten und isst erstmal ihr Essen, weil sie so Hunger hat. Digga, guckt Elias sein Stream. Sorry. Okay. Thanks. Sorry. Ich soll ja kurz kochen. Okay. Sorry. Sorry. Tana. Thanks. Sorry, ich kacho kau. Nein, bitte keine Jumpscares mehr, Bruder, das soll... Aber jetzt bin ich wenigstens eingestellt auf Jumpscares, weißt du, was ich meine? Der gerade eben kam aus der Hölle. Sorry, ey. Ich finde die entschuldigt. Aku tu baru mau kerja je, aku nak call ID ni. Kau seorang apa kat rumah? Sie ist ehrlich, ist oh, dah tidur. Alamak, aku kan gue. Wer schreibt, Digga, so weird, Digga. Boah, keiner schreibt schon, da merkt man, dass sorry fake ist. Also, das ist ein richtig goofy ass People. Wobei, in solchen Ländern, Digga, könnte ich mir vorstellen, dass manche so schreiben. Ain't no way. Man hat nicht mal gesehen, was sie schreibt. Eh, babe, sorry eh. Kau pakai Android ke Apple lah? Android eh? Ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. 19%. Bei 19% fragt man dann gerade. Bei 19% macht man Stromsparmodus, Digga. Ich schwöre. Sorry. Aku yang patut sorry. Aku ambil boleh? Aku ambil. Bei 12% fragt man. Aku takut ID kontak aku. Aku tak liket lah. Ich glaube gar nicht. Yang, okay, sebelah kanan eh? Okay. Kau simpan kat mana? Okay, Ken, thanks. Digga, ich würde niemals einen Lieferanten einfach in mein Schlafzimmer lassen und sagen, guck mal, mein Nachttisch links. Weiß nein, ich mal. Hamid, nein. Ich kann das nicht, Bruder, ja. Okay, ist nichts. Bruder, mana kau letak charger dia? Left ke right? Ich habe Schritte gehört, ehrlich.
Tits. Oh, das ist tough, offen. Digga. Das ist tough, Bro. Das geht nicht, Digga. Das geht nicht. Wie soll die noch raus, Digga, ja? Vor allem, die ist doch bei irgendeiner Fremden. Die will gar nicht da sein. Die fuckt die ganze Zeit ab. Digga. Das geht nicht. Hey, Bruder. Ah, das Fenster wird aufgemacht. Ich dachte, das wäre so ein Nasenziehgeräusch. Das ist das Geräusch vom Fenster, das zur Seite geschoben wird. No way. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen. Bitte nicht. Wenn ihr wollt, dass du das nochmal machst, Digga. Ja, außer du bist hier, dann musst du das mitmachen. Ja.